Hi an alle Bushcraft- und Angelfreunde. Ich mache heute mein Video, um ein paar Fragen, ein paar Antworten, ein paar Tipps zu bekommen von euch für mein Schweden-Angelset. Ich möchte jetzt von Mai bis Juni 3 Monate nach Schweden und dort halt einen Großteil der Nahrung halt durch Fisch ersetzen und dann halt dementsprechend halt auch mit Angelausrüstung dies bewerkstelligen. Jetzt stelle ich mal kurz meine Sachen vor und erhoffe mir dann einfach, ob dann halt Leute, die jetzt wirklich vom Fach sind, nochmal sagen können, was da absolut fehlt oder was ich gar nicht jetzt mitnehmen muss und einfach damit ich so einen kleinen Expertenrat habe. Hier habe ich eine alte Angel, die habe ich damals mal von meinem Opa geschenkt bekommen, die ist schon alt. Ich habe jetzt neue Schnur drauf machen lassen, die habe ich jetzt mit einem Gummiring gesichert. Hat soweit, denke ich mir, ausreichend, haben sie im Angelladen auch gemeint. Ja, dann habe ich mir hier nochmal so ein Ding aufgezogen mit Pose, Haken und so weiter, um halt parallel noch eine Stipprute mit einem Weidenzweig sozusagen zu betreiben, um halt einfach an zwei Spots sozusagen zu angeln oder halt auch einfach mehr Chancen zu haben. Hier halt ein Blei, denke ich mir, hat jeder irgendwie. Dann habe ich mir hier solche Dinger gekauft, die haben ja relativ teuer. Ich weiß auch nicht, was daran so das Rezept sein soll. Dann halt nochmal hier zwei kleine Posen, die man dann mit so einem Gummi an der Schnur festmacht. Mit denen kam ich bislang immer ganz gut klar, deswegen habe ich die auch nochmal genommen. Diese hier ist ja so ähnlich, die habe ich hier ein bisschen schwarz gemalt, damit die nicht ganz so auffällig ist. Ja, dann habe ich hier so Wurmhaken, die hatte ich schon öfters mal benutzt, irgendwie allgemein, aber die haben sich nie so bewährt. Jetzt habe ich mir neue Haken hier die gekauft. Also kleine Forellenhaken, dann nochmal hier große Forellenhaken und nochmal Universalhaken, mit denen habe ich auch vor 2 Jahren in Schweden ganz gut gefangen. Hier so Jigköpfe, so bunt angemalt, ob das jetzt das Bombenerlebnis ist, weiß ich auch nicht. Da habe ich hier auch schon so ein paar Dinger rangemacht. Ich hole mal einen raus. Ich hoffe, ich habe die richtig rangemacht. Mir wurde gesagt, so halt so bis zur Hälfte rein und dann halt so der Haken raus halt. Hier ist ein kleines Loch, um halt den Wirbel festzumachen, wovon ich mir auch noch ein paar besorgt habe. Wo waren sie hier? Ja. Dann habe ich hier zwei als Alternativköder noch so zwei kleine Wobbler oder was auch immer das genau sind. Hier gab es als So hieß der ganze Kram. Weiß nicht, ob damit jemand von euch Erfahrung gemacht hat. Scheint angeblich relativ weit auf der Wasseroberfläche zu laufen. War mir überhaupt noch wichtig, ein paar Sachen dabei zu haben, die halt auch bei Kraut und so weiter nicht sofort sich im Boden verhängen. Und jetzt hier nochmal kurz meine Blinker. Dazu habe ich überhaupt keine Erfahrung, deswegen habe ich mir einfach mal ein paar Stück gekauft. Kosten ja pro Stück so 2-3 Euro, deswegen dachte ich mir, ist das okay. Also einmal in Gold, Kupfer mit so ein bisschen Fliege irgendwie dran. Ja. Also der ist von Balzer, Balzer, Paladin, Paladin. Der hier ist ein bisschen größer, vielleicht zum Weiterwerfen. Dachte ich mir einfach mal. Und hier noch so ein ganz schöner mit Kupfereinlage. Dann noch hier so zwei Hechtvorfächer, bzw. halt Stahlvorfächer. Noch ein Korken für universell mal irgendwas ersetzen. Noch ein bisschen Schnur, um sich halt noch eine zweite oder eventuell auch dritte Stipprute sozusagen vorzubereiten. Ja, das war es jetzt soweit alles. Natürlich kommt da noch ein scharfes Messer mit, um die Fische halt zu zerlegen, bzw. halt zuzubereiten, ja. Das werde ich hier alles in der Kiste transportieren, daneben halt die Angel noch wahrscheinlich in einem Rohr am Rucksack draußen. Wenn jetzt jemand wirklich noch irgendwie Tipps hat und so weiter, würde ich mich total freuen, wenn sich da jemand noch meldet und mir noch ein bisschen hilft. Aber ich hoffe, ich bin soweit erstmal ausgerüstet. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut.